Wachsbarkeit öffentlich. Jetzt live auf deinem Kanal. Sorry Leute, wir suchen es rauskriegen. Das ist so ein bisschen Test. Tschüss, woher kommen die? Tschüss, chillt mal. Chat im neuen Fenster öffnen. So, genau, das wird mir gesagt. Chat im neuen Fenster, was heißt das? Ja, und jetzt Leute, hier sind Boomer am Start, ja? Also, bear with us. Überhaupt nicht. Wir zählen überhaupt nicht dazu. Das ist jetzt für das YouTube-Video, was vielleicht hieraus entsteht, falls alles funktioniert hat. Wir brauchen jemanden als Video-Editor, Vollzeit. Und wir brauchen eigentlich jemanden, der so Video-Editing und Kameramann gleichzeitig oder Kamerafrau gleichzeitig sein kann. Wir brauchen jemanden, Büromanagement, Buchhaltung. Also 2, 3 Leute brauchen wir auf jeden Fall bei uns. Gerne aus Berlin. Ja, schickt mir gerne auf die E-Mail-Adresse karriere@hatijeschmidt.com. Ja, einfach nur kurz ein Schreiben, wer ihr seid, was ihr machen könnt. Kommen wir vielleicht ins Gespräch. Seht ihr den Chat? Hallo, Salam, hey. Ja, oha. Okay, aber eigentlich war das noch... Ach, wahrscheinlich, wenn wir das, den Stream aufnehmen zusätzlich, dass der Chat dann in der Aufnahme drin ist. Ah, keine Ahnung, wie das geht. Guck mal, Leute, jetzt seht ihr, was ich auf YouTube immer verstecke. Oben hui, unten fui. Das ist immer süß, ne? Ja, geht so. So, Leute, wie geht's euch? OMG. OMG. Ich sehe unter dem Bild den Chat, nicht im Bild. Genau, und im Bild. Ah, okay. Das ist die Geschichte, wenn wir es aufnehmen und auch veröffentlichen wollen, dass der Chat auch zu sehen ist. Das ist doch eigentlich eine coole Sache, wenn man jetzt die ganzen Formate oder auch allgemein auf YouTube streamt. Man hat viel mehr Interaktion, man kann direkt auf Fragen eingehen. Ich wollte nämlich zum Beispiel diese klassischen Formate, die ich gemacht habe, so im Livestream machen. Dann hat man halt den Austausch mit euch und dann nochmal als gesammelte Version, als Video. Ja, warum geht ihr nicht auf Twitch live? Möchtest du es verraten? Ja, ich weiß es nicht mehr, warum. Bei Technik bin ich Nanny, Granny. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber eher gemacht und fand Twitch zu Gaming-lastig. Und ich fand, es ist schöner, wenn man alles auf einer Plattform bündelt. Also klar, es gibt bei euch bestimmt Leute, die beides haben, registriert sind und auch beides gucken würden. Aber ich glaube nicht meine Community. Ja, und nicht jeder. Ganz ehrlich sagen. Dann so musst du wieder die Leute spalten oder sagen, ja, meld dich für uns extra an. Und wir wollten es eigentlich einfach auf YouTube belassen, weil hier ist die Community. Man muss nirgendwo anders rüber switchen. Marvin schreibt, Hatti kennt nur Make-up-Technik. Ich schwöre, Marvin hat mit mir und Technik schon so viel durch. Siehst du, die Leute schreiben schon, YouTube ist besser. Das denke ich nämlich auch. Denke auch, komplett entspannt. Ja, macht auch Sinn. Warum jetzt nochmal eine Plattform anfangen? Das macht einfach keinen Sinn. Aber auf Stream habe ich Bock, weil die Leute wollen auch immer so meinen Real Talk. Und ich brauche auch Veränderungen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will so ein bisschen andere Sachen machen, neue Sachen machen. Ich meine, nach 11 Jahren kontinuierlich Beauty-Content. Heißt ja nicht, dass Beauty weg ist. Ich habe zum Beispiel in New York super viel Make-up geshoppt, was ich mit euch auftragen wollte, so First Impression. Das heißt, ihr seid direkt in den Kommentaren, könnt direkt fragen. Und ich habe zum Beispiel super viel Asian Make-up bestellt, japanisch, koreanisch. Und das würde ich dann auch alles hier so durchgehen. Also nicht heute, heute ist so ein bisschen Test. Ja, ich merke gerade, ich habe mir die Dinge gar nicht gemerkt. Ich habe vor Wochen das Ganze mit David aus Wien eingerichtet. Schönen Gruß an dieser Stelle. Aber ich habe tatsächlich ein paar Dinge jetzt einfach vergessen, wie man zum Beispiel das Handy verbindet und wie man auch den Chat eben einblendet. Und ich bin noch auf der Suche, ich versuche es mit meinen Gedanken hinzubekommen. Ja, hier fragt jemand, werden die Streams auch als Video hochgeladen? Yes, also das heißt, ich streame und für die, die es zum Beispiel nicht schaffen oder halt auch einfach ein Video gucken wollen, dann wird das so wie, ja, man nennt das ja im Streaming-Jargon Best of. Also aus diesem Livestream wird da ein Video rausgeschnitten. Genau, so wie dann ein klassisches Video. Wir können sogar Clips vom Live selbst schneiden. Oha. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Editor. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der meine Videos schneiden kann. Diese Best-ofs hier, diese Streams und so, das wäre schon ziemlich nice. Also falls ihr jemanden kennt, let us know. Ton rauscht etwas. Ja, ich bin übrigens nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, dass es am Kabel liegt. Ja.
Wir werden über die Zeit, denke ich, nochmal ein bisschen anpassen. Ja. Das war jetzt einfach, wir wollen jetzt erstmal rumtesten. Ihr seht, ich habe mir die Hälfte auch schon wieder nicht behalten und suche noch immer, wie ich das hier einblende. Weil das ist tatsächlich bei Twitch besser, das hat mir David auch erzählt. Die Chat-Funktion kann man direkt ins Bild einblenden. Also bei Twitch, da gibt es eine Schnittstelle für die Software. Und bei YouTube ist es eben so, ein Chatfenster geöffnet werden muss und die URL, die ändert sich mit jedem Livestream und jedes Mal muss man dann dieses Fenster wieder neu einbinden. Ja, und das ist gerade noch mein Problem. Vielleicht muss ich David nochmal anrufen. Euer Fenster ist gerade unscharf. Und anscheinend findet er manchmal mich und manchmal dich. Und deswegen... Findet mich, findet dich. Ja, ich darf nicht zu sehen sein. Yeah. Ich glaub, Ja, Sebastian. Guck, die Leute haben dich auch vermissert. Ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wir hier noch ein Kopfhörerset haben und ich dann bei ein paar Livestreams mal dabei bin, je nach Thematik. Ich habe noch keine Alerts und wie sie alle heißen eingerichtet, wo es dann richtig im Stream aufpoppt. Ich will Alerts haben. Ja. Also Potsdam ist, so witzig, ich habe vorhin noch an sie gedacht, Potsdam ist mitunter einer meiner ersten Subscriber, also auch Support, wirklich jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, seitdem ich uploade, postet sie immer einen Videolink zu meinen Videos in ihrem Instagram. Jedes Mal. Sie war auch schon auf Meet and Greets, persönliche Pakete bekommen, also wirklich total krass und ich habe wirklich vorhin noch an sie gedacht und ja, jetzt hier. Also auf jeden Fall vielen Dank für die Spende. Sagt man Spende? Donation, ja, Donation. Sounds auf jeden Fall besser. Stimmt, aber jetzt, wo ihr es geschrieben habt, jetzt weiß ich auch, wie das Donation heißt. Das Jahr geht zu Ende. Wie ist es für euch verlaufen? Das ist eine echt gute Frage, muss ich sagen. Ich habe mir da die Tage auch drüber Gedanken gemacht. Wir waren ja jetzt auch beruflich in Monaco. Dort gab es ja die Verpackungsmesse. Verpackungsmesse ist für uns wichtig für unsere nächsten Produktlaunches. Und da ist die größte Messe für Verpackungen. Ich weiß nicht, irgendwie war ich irgendwie nicht so in einer guten Mut. So, also allgemein, es hatte jetzt, glaube ich, auch keinen Grund. Und da habe ich so ein bisschen vor mich hingemeckert und meinte so zu Sebastian, irgendwie ist es ja scheiße gelaufen. Nicht, dass es scheiße gelaufen ist, also es ist nichts irgendwie Schlimmes passiert, aber ich weiß nicht, es war so... Don't know. Irgendwie sind die Dinge nicht so schnell gelaufen, wie man sich das wünscht. Wir wollten eigentlich schon dieses Jahr, eigentlich hätten wir jetzt gelauncht, aber aufgrund der Leute, die unser Packaging machen sollen, die haben es total verschlafen und haben uns dann gesteckt, so, wir schaffen das nicht pünktlich und wir können eigentlich nächstes Jahr im Frühling, Sommer launchen, aber da macht das Produkt keinen Sinn. Also haben wir jetzt 2024 gesagt. Also so eine Sachen. YouTube konnte ich nicht so uploaden, wie ich uploaden wollte. Also wirklich meine 2 Tage die Woche. Instagram, ich komme gar nicht hinterher. Und das hier so dieses langsame... Sebastian kümmert sich manchmal auch sehr langsam um die Dinge. Ja, weil ich aber auch ein bisschen viele Dinge um die Ohren habe. Ja, und das hat mich sehr frustriert. Und ich wollte dieses Jahr so richtig ballern. Und jetzt haben wir halt schon Oktober. So verlief mein Jahr. Wirklich schlimm, schlimm. Aber war jetzt auch kein krasses Motivationsjahr für mich, sage ich mal so. Hatti, worauf warst du stolz dieses Jahr? Gute Frage. Seht ihr, so eine Frage stellt man sich nicht. Man hat sie immer... vor Augen, was man doof findet und was einen ärgert und so, aber gar nicht so, okay, was habe ich dieses Jahr Gutes geschafft? Ja, ich glaube, es waren schon viele Dinge gut, nur das, was wir eben gerne machen würden, nämlich vor allem Content, das ist komplett auf der Strecke geblieben. Und komplett auf der Strecke geblieben, das nervt auch. Das nervt einen auch. Und die Algorithmen auf den Plattformen, die strafen einen extrem für sowas auch ab. Mhm. Und das sind dann, du hast halt doppelt dann Druck. Ne? Also du willst ja auch, aber irgendwie kommst du nicht hinterher. Ja. Ist halt jetzt noch nicht so perfekt und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Monaten ein bisschen hier Dinge verändern können. Das wär cool. 1-2 Mitarbeiter noch vielleicht für uns finden und gewinnen können. Ja, Potsdam hat schon gesagt, naja, deine humanitäre Arbeit wäre natürlich auch positiv vielleicht für einmal hervorzuheben. Ja, also ich war ja jetzt vor 2 Wochen mit Islamic Relief. Das ist eine Hilfsorganisation, wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz. Ja, also Islamic Relief ist halt
So, ne? Und mit denen waren wir zusammen in Gaziantep und dort haben wir in Hatay und Nurdağı, das waren ja die zwei, sage ich mal, Städte, die am schlimmsten vom Erdbeben im Februar betroffen waren. Und dort haben wir Waisenkinder getroffen, die ihre Eltern oder ein Elternteil im Erdbeben verloren haben. Und es war wirklich total krasses Ding ist, als das Erdbeben im Februar war, habe ich mich bei vielen Hilfsorganisationen gemeldet. Ich hatte auch einen Aufruf gestartet, dass ich auf jeden Fall als Krankenschwester, ich bin ja noch Krankenschwester, aber ja nicht mehr im Beruf, aber das, was ich gelernt habe, könnte ich vor Ort direkt halt anwenden und helfen und habe mich angeboten, aber die Organisationen waren schon voll. Und viele haben mir auch geschrieben, dass der Transport von Deutschland dorthin viel zu gefährlich ist aktuell und keine ich dort halt nicht hinreisen konnte. Und als dann Islamic Relief auf mich zukam, war das für mich so auf jeden Fall, ja, egal welche Aufgabe ich dort habe, ich mach's, weil ich auf jeden Fall helfen wollte. Und ja, das war ein, ja, Potsdamer war es Bescheid. Eingestellt. Aber hier war ein schöner Kommentar von meiner Schwester. Ihr habt 2023 Pamuk gerettet. That's true. Das stimmt ja. Ja, Pamuk ist ja Anfang des Jahres. Ich war auf irgendeinem Job, ich weiß nicht, wo ich war. Und als ich zurückkam, sind wir bei meinen Eltern vorbei. Und Pamuk liegt bei meinen Eltern auf dem Bett. Und ich sehe so Blut um seine Schnauze herum. Und er war auch nicht gut drauf. Und dann meinte ich so: Alter, mit dem stimmt was nicht. Und dann habe ich seine Schnauze aufgemacht. Seine ganzen Zähne waren zerschlagen, zertrümmert. Also so wirklich, sowas habe ich nicht gesehen, als hätte jemand mit einem Hammer in das Gesicht geschlagen und die Zähne waren komplett zerstört. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er musste zweimal operiert werden, die Zähne mussten halt gezogen werden. Und während diesen OPs hat er halt diesen FIP-Virus entwickelt. Den tragen die ja irgendwie in sich, aber der wurde durch diese Stresssituation Ja, dann mutiert. eben mutiert und dann gibt es ja keine Therapie aktuell in Deutschland. Dann mussten wir über Umwege in die Schweiz und mit Ärzten und so diese Medikamente besorgen und haben es eigentlich geschafft, ihn wieder aufzubauen. Er ist jetzt noch den ganzen Oktober in Quarantäne. Genau, und das war schon ziemlich sehr, sehr kostspielig, sehr nervenaufreibend, weil er Durchfälle hatte, erbricht, heute immer noch erbricht. Ja, mit den Medikamenten, mit diesen FIP-Medikamenten, die sind tatsächlich ihm auch sehr auf den Magen geschlagen, hat dann auch sehr häufig Blut erbrochen. Und auch Blut geschissen. Ja, und ich wollte halt dann schauen, ja, gibt es einen Magenschutz? Und selbst die Sachen, die als Magenschutz funktionieren, funktionierten bei ihm natürlich wieder nicht. Dank meiner Schwester, sie konnte auf Pamuk immer aufpassen, aber es für sie dann im Alltag natürlich auch schwer. So, dann musste sie bei uns übernachten, weil ich durch die Jobs weg musste. Ja, und das ist dann immer schwer. Diesen Monat noch und dann haben wir es geschafft. Und dann ist die Frage, geht Pamuk zurück zu meinen Eltern oder bleibt Pamuk bei uns? Das Problem ist, Sebastian hat eine Sensibilisierung gemacht. Er ist nicht mehr allergisch, aber jetzt habe ich eine Allergie entwickelt. Richtig geil. Oh, Tino, 2,49 € Donation. Yay! Danke, also nicht, dass du dich wunderst, Tino, warum das so super seltsam ist. Ich lerne noch. Erstmal ganz spartanisch an den Start gegangen. Übrigens, die Streamings-Hardware, die habe ich hier jetzt schon seit über einem Jahr liegen. Ich habe die gekauft. Kaufen geht immer leicht. Und ja, wir kamen irgendwie nie dazu, das vernünftig einzurichten. Und selbst jetzt läuft sie noch nicht perfekt. Aber was ist schon perfekt? Wir starten quasi gerade wieder neu. Ja. Hatti, mach bitte Vlogs. Ich würde es lieben. Kochvideos, Shoppingvideos und so weiter. Also Kochvideos jetzt nicht, aber wir vloggen, aber nicht in dem klassischen Stil erstmal. So, wo ich dann so durch die Straßen laufe und euch mitnehme, so wie ich es früher mal gemacht habe. Ich habe so eine Idee, wo ich zwei Formate miteinander verbinde, um das einfach interessanter zu gestalten. Mehr Interaktion und nicht nur mich, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich habe jetzt in New York gefilmt und wir haben ja auch in Gaziantep gefilmt. Also New York wird klassisch tatsächlich so aus der Hand, weil ich niemanden hatte, der mich hat filmen konnte. Sebastian konnte nicht mitkommen. Und Gaziantep,
da filmt Sebastian so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich mich selber auch gefilmt habe. Und da ist es, geht schon ein bisschen in die Richtung an Format, in die ich möchte. Also es wird so Step by Step sein. Ja, das, was ich in der Türkei mitgedreht habe, ich war dann auch nicht so ganz happy. Das war aus der Hand, das ist super shaky. Ich versuche gerade alles zu stabilisieren. Gefühlt dauert das 13 Jahre. Ton war auch noch nicht so perfekt. Da hatten wir zwar schon so ein Ansteckmikro, das hatte ich dann extra schon geholt. Aber du hörst halt keine Gespräche. Wenn wir Gesprächspartner hatten, dann konnte man die kaum verstehen. Mhm. Mal gucken. Ja, also da müssen wir uns auch noch ein bisschen reinfuchsen. Ja, und so Formate Shopping, wenn ich zum Beispiel so Luxury-Shopping mache, Net-a-Porter, Mytheresa und so, dann würde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, wir shoppen dann hier zusammen. Oh Leute, ist das Kleid cool, soll ich die Hose bestellen und ihr seid dann aktiv dabei. Sowas kann man machen. An Probe von diesen Sachen, die geshoppt werden, kann natürlich dann auch perfekt reingenommen werden. Sowas. Wir wollen aber in diesen, ich sag mal, Vlog-Formaten zum Beispiel auch das Label mitnehmen, weil da jeden Tag viele Fragen kommen. Genau. Also, und das kombiniert in einem coolen Format, das versuchen wir aktuell noch rauszufinden. Und wer filmt das? Und zum Schluss, wer schneidet das? Und da hakt es halt aktuell auch so ein bisschen. Aber da kommen wir hin. So, wir haben heute auch schon mal den ersten Livestream, ne? So um Probe schon mal. Übrigens, hier waren die Frage, sind solche Livestreams öfter geplant oder ist es was Einmaliges? Nee, wir wollen das jetzt richtig regelmäßig machen. Also wir wollen unsere festen Upload-Tage haben plus Streaming on top. Sprich, ihr habt mich, wenn wir jetzt alles hinkriegen, ziemlich oft an der Backe. Und beim Streaming überlegen wir, ob das dann eben der Donnerstag und der Sonntag sein könnte, wie man bisher die Upload-Tage hatte. Ich weiß gar nicht, was drüben an der Tafel steht, aber von Freitag und Sonntag machen. Irgendwie ja. So. Und Upload-Tage müssen wir noch finalisieren, aber das kriegt ihr alles mit. Ich gucke mal in der Zwischenzeit, ob ich irgendwie online finde, wie ich das Handy da reinbekomme. Das ging alles. Ich habe das mit David zusammen gemacht und gesehen. Ich komme nicht mehr drauf. Ich komme nicht mehr drauf, wie das einzurichten. Oh, Jalen will auch streamen. Safe, machen wir. Jennifer, danke für die Donation. 2 Euro. Woohoo! Ich muss doch die Alerts mal... Du musst mal die Alerts machen. Ja, das tut mir sehr leid. Das ist so cool. Willst du bei deinen Livestreams auch Gäste einladen? Fände ich mega. Ja. Auf jeden Fall. Safe. Also wenn ihr auch Vorschläge habt für Gäste, ihr könnt mir hier hinschreiben, ihr könnt mir... Ja, unter meine normalen Videos kommentieren, so hey Hatti oder auch auf Instagram schreiben. Auf Instagram immer, finde ich immer super, weil man wie so ein Postfach hat. Das finde ich immer ganz cool. Was ich persönlich übrigens vorhabe, falls das alles am Ende klappt, ein Prepaid-Handy holen, dann können wir das Handy hier auch anschließen und dann könnte jemand aus der Community auch anrufen. OMG. Und wäre halt dann im Gespräch so mit einem verwickelt. Kannst du zu deinen neuen Formaten mehr verraten? Was erwartet uns? Ist es etwas komplett Neues? Das Ding ist, dass ich für mich nach 11 Jahren klassischen Beauty-Content einfach an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr so Freude habe, das zu machen. Also ich sag mal so die klassische Review. Foundation, I don't know, oh, hier ein Sommerlook oder so. Also ich mache es alles noch gerne, aber dadurch, dass die Formate und der Konsument sich auch verändert hat, muss ich ja auch ein bisschen mit der Zeit mitgehen. Und es lohnt sich halt nicht, so einen krassen Aufwand zu betreiben für Formate, die einfach auch nicht geklickt werden. Man muss das ja dann natürlich trotzdem immer so ein bisschen strategisch bearbeiten, sage ich mal. Also haben wir überlegt, okay, was könnte man machen? Streams, das wird halt noch größer, das kommt auch noch. Okay, dachten wir, machen wir Streams. Sebastians Wunsch war sowieso schon, bevor wir nach Berlin gezogen sind, Streams. Und dass wir diese Long-Formate, wie zum Beispiel Hot New Makeup, ich habe Make-up geshoppt aus New York, Asian Make-up habe ich geshoppt. Und dass ich zum Beispiel im nächsten Stream das ganze Make-up auftrage, was ich in New York gekauft habe, mit euch zusammen. Und ihr seid in den Kommentaren und sagt, oh mein Gott, Hatti, wie ist das? Ne, dass wir einen direkten Austausch haben. Und dann schneidet jemand diesen Livestream nochmal als Video und wird das nochmal als Video hochladen. Aber dann will ich auf jeden Fall so diese Vlog-Formate machen. Aber das hatte ich vorhin schon gesagt, nicht so dieses klassische, hey, ich bin jetzt im Café, ich bin jetzt hier, ich esse eine Pizza. Sondern eher so ein bisschen interaktiver, wo ich mich mit Leuten unterhalte und wo mich jemand filmt. Und dann so eine Kombination aus meinen Kommentaren, wie ich darüber spreche, dass man auch meine Persönlichkeit ein bisschen besser kennenlernt und das Label so ein bisschen gekoppelt. Aber wie wir das noch umsetzen wollen, das ist uns halt noch ein Rätsel. Wir brauchen noch einen Editor, also jemand, der die Videos schneidet.
und filmt Sebastian diese Videos, sucht man sich jemanden, also das ist es jetzt, was wir versuchen, die nächsten Wochen herauszufinden. Ja, hier gibt es schon ein paar Vorschläge, zu wem ich einladen kann. Also ich bin da wirklich offen. Ich werde mir die nächsten Zeiten mal Gedanken machen, okay, worüber kann man sprechen? Und die Leute vermissen auch meine Deep Talks. Verstehe ich total, aber für mich war es auch schwer, in so einem Hot New Make-up zum Beispiel, dann über intensive Themen zu sprechen. Wisst ihr, das ist für mich dann so, ich habe diesen deepen Part in mir, diesen sozialen Part, der sich eben für Dinge einsetzt, aber ich habe dann auch eben diesen Schickimicki-Part, wisst ihr, den ich auch sehr liebe und der auch ein Teil von mir ist. Ich liebe das und lebe mich da aus, nur ich finde es manchmal ein bisschen schwer zu kombinieren. So und dann trage ich einen Lidschatten auf und übrigens, ja, keine Ahnung, also wir haben hier Krieg. Ich sage nicht, dass das eine das andere komplett ausschließt, aber es gibt immer einen richtigen Zeit und Raum für gewisse Gesprächsthemen. Und ich glaube, für so einen Livestream eignen sich eure Fragen, auf die ich hier direkt eingehen kann, viel, viel besser, als dann immer einzelne Videos zu machen, weil das würde dann sich wiederum von meinem Beauty-Content so entfernen und dann werden die Leute so, yo, was macht die eigentlich? Ist die jetzt Kritikerin oder ist die jetzt hier meine Beauty-Expertin? Also was jetzt? Und da hatte ich immer ein Problem mit, das zu kombinieren. Was ich aus dem Livestream heute schon mal mitnehmen kann, ist, ich glaube, wir brauchen echt nochmal einen anderen Monitor, damit man den Chat besser verfolgen kann und auch in einer größeren Auflösung, in einer kleineren Auflösung quasi, um den Chat größer anzeigen zu lassen. Jetzt ein bisschen klein gerade für Hatice. Hast du mal eine Zeit gesetzt, wie lange du Livestream machen möchtest? Oder ist es tagesformabhängig? Sorry, wenn ich so komisch lese, aber ich sehe das nicht so ganz gut. Also ich würde so eine Stunde machen, jetzt wäre zum Beispiel eine Stunde. Aber bekanntlich gehen Livestreams ja irgendwie für mehrere Stunden. Also jetzt, um einfach mal reinzukommen, so ein Gefühl zu bekommen, es macht mir total Spaß mit euch, diese Interaktion. Also euch hier auch so zu sehen, so virtuell, ist schon echt klasse. Also ich mag meine Community total. Die hat sich natürlich auch in den Jahren verändert. Dadurch, dass ich ja auch mein Label gelauncht habe, sind viele abgesprungen. Und dann war ich relativ inaktiv, würde ich sagen, so 2021, 22, jetzt auch 23 sehr inaktiv. Und es war für die Leute so, was passiert da eigentlich? Was ist da los? Genau. Und viele hängen noch an dem alten Hatice Schmidt oder an der alten Hatice Schmidt. Aber Veränderung ist... Jeder muss sich verändern. Veränderung ist essentiell für den Menschen und keiner bleibt stehen. Aber die Leute konsumieren etwas von vor 5 Jahren, sage ich mal, und verändern sich selber in diesen 5 Jahren und merken so, oh, das, was ich vor 5 Jahren konsumiert habe, fühlt sich nicht mehr an wie das, was ich vor 5 Jahren konsumiert habe. Und projizieren dann so ein bisschen diese Veränderung eben auf diese jeweilige Person. Aber klar, ich habe mich verändert, werde mich auch verändern und so wie ihr auch. Und so hat sich die Community auch so ein bisschen verändert und ich glaube, es ist Zeit, sich die Community, die man hat, zu halten und eine neue Community aufzubauen. Genau, damit für mich auch so ein Wachstum stattfinden kann. Auf jeden Fall vielen Dank für die richtig coolen Kommentare, auch wenn ich jetzt safe nicht alle gesehen habe. Die ich gesehen habe, konnte ich jetzt auf jeden Fall eingehen. Auch, dass ihr dabei wart. Mautsch, 2,49 Donation. Woo! Alles gut. Ja, vielen Dank. Das ist ja echt der Wahnsinn. Freue mich voll. Ja, kündigt ihr den nächsten Stream an, safe. Auf jeden Fall. Heute war wirklich so, dass wir uns einmal zusammensetzen, ein bisschen quatschen, damit ihr auch wisst, okay, was passiert hier, damit ich auch weiß, okay, was passiert hier. Ja, so, liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Alle Updates, Upload-Tage und so, ne, ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, wie immer, dass ihr reingeschaltet habt und sag Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. So, jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert, wenn man hier auf die Taste drückt. Stream stopp. Tschüss. Ja, warum geht das nicht? Nee, jetzt hat er, oder? Naja, ist es wirklich so? Denke ich mal. Seid ihr noch da? Ich hab Hunger.